Mit Josh in den Minen, hier bei Until Dawn. Das letzte Kapitel. Auf. Denk. Wow! Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Okay. Wir machen hier gerade noch die Anmoderation. Mann. Ja, es hört sich an wie das letzte Kapitel, ne? Auflösung, ja, ja. Eine Stunde vor Morgengrauen. Na los, dann schauen wir mal. Ganz allein. Oh. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Ich will dir nicht spielen, das ist scheiße. Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich schwöre. In die Richtung gehe ich nicht mehr. What? Ah, falscher Knopf. Was haben wir denn Schwein denn eigentlich auf sich? Was haben wir denn Schwein denn eigentlich Keine für ein Ahnung. Problem? Ist so, ist alles super Vorsicht, jetzt pass halt auf. Ja, ich pass auf jetzt. Pass auf. Ja, aber was soll es denn mit den ganzen... Weiß ich nicht, pass auf. Nein, nein, nicht lassen. Ich nehme keine Befehle mehr an. Nein! Das ist das, was du willst? Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lass mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Du bist tot! Wolltest du unseren Tod? Extrem eklig alles bei dir. Schräges aufgefallen. Was? Der Wendigo hat eine Narbe. Ja. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Beim Versteck. Was denn? Kommst du darauf? In dem Buch stand doch schon, dass er alleine schon 6 eingesperrt hat. Müssten doch 15 sein, oder? Jawohl. 15 sind in der Mine gestorben, so rum. Und wie viele rauskamen, ja. Habe ich jetzt gerade im Kopf. Da blinkt's. Und ich dachte, dass sie deshalb zu ihnen gerannt sind, wegen dem... Es gibt keinen anderen Weg. Oh, warte mal, sind zwei Sachen noch was, ja. Weil sie ihn warnen wollten, dass es so viele sind. Aber dann war es das ja scheinbar nicht. Was ist denn da los? Hey, die Hütte brennt. Glückstotem, ja. Wenn die Hütte brennt, dann ist das Party. Ja. Whatever. Lass uns doch nichts zum Angucken. Ich wäre lieber außen dran vorbeigegangen. Komm rein, ist okay. Scheiße. Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Hä, die ist noch nicht. Die Finger nicht mal im Wasser. Warte mal, ich dachte, sie verwirrt nicht mehr. Hab ich nicht gesagt, ich sagte. Also das, wenn keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie? Toll. Danke. Die kämpft gegen Wendigos. Wir sind ja das ganz Problem. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh, jetzt geht man da weg. Das hoffe ich. Hallo, du bist genau vor dem Punkt, wo wir aufsteigen können. Mach mal die Mädels nass, der Typ.
schau mal kurz zur Tür. Geht's wieder runter? Okay, es geht wieder runter. Das schnalle ich jetzt nicht so ganz. Ich würde schon Grund geben, oder? Dass man da wieder zurück kann, theoretisch. Okay. Aber es ist interessant, die Szene gibt es in zwei unterschiedlichen Perspektiven. Ja, einmal ist auch sie rechts gewesen, einmal er. Verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Wo sind die anderen eigentlich? Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Wo sind die? Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Müssen die anderen aus dieser Szene rausgenommen haben, weil die schon zu dem Zeitpunkt hätten tot sein können? Dass wir es nicht häufiger machen müssen? Keine Ahnung. Was ich cool gefunden hätte, hätte ich einen Augenblick gedacht, wenn man mit ihm einmal hier kurz gespielt und mit den Quicktime-Events, wenn man irgendwas kämpft, in seiner Fantasie, nachher sieht man aus einer anderen Perspektive, dass die anderen beiden das sind. Das wäre cool gewesen. Ich auch gedacht in dem Moment. Wenn man die Quicktime-Events gut gemacht hätte, hätte man die anderen getötet. Ich dachte aber, dass sowas gewesen in der Richtung kommt. Vielleicht kommt es ja auch noch. Aber das habe ich eben so gedacht, dass weil ne, in seiner Perspektive sieht es ja alles anders aus. Das wäre cool gewesen. Dann wirst du bestraft, wenn du die Quicktime-Events gut machst. Mhm. Das wäre gemein. Das ist wieder ein Glückstotem, oder? Weiß? Ich sag gar nichts mehr dazu. Guck mal, was für ein Stillhalten. Glück. Ah, okay. Ja, was still. Für ein Glück, in der Tat, ja. Oh nein, stillhalten. Das wird auch wieder nichts. Nee, letztes Mal hat es geklappt. Es hat schon mal auch geklappt, ne? Es hat schon ein paar Mal geklappt, ja. Und zweimal ging es schief. Einmal mit dem Flammenwerfer-Typ, als wir ihn getroffen haben. Als er die M erwischt hat, sozusagen. Aber es war ja nicht schlimm, weil es hat. Und einmal, als er seinen Kopf verloren hat, dann. Man hätte verhindern können. Glaube ich nicht. Ich glaube, das soll sein. Das Schicksal. Das ist aber unfair. Nein, nein. Nein, nein, nein. Da oben ist auch ein Käfig. Ja, das ist doch der, der Flammen. Ach, ich dachte, haben es noch. Ich dachte, wir meinen das nochmal. Die lagern die hier ein. Ja, anscheinend. Ja. Mit dieser übergroßen Hose. Was hat er in die Hose geschissen, jetzt, dass er so hinten runterhängt? Ja, vielleicht auch.
Oh nein. Scheiße. Hinab. Okay, also aufpassen jetzt. Ja, ich pass auf. Wird alles super. Mhm. Scheiße. Hast du gesehen? Oh, fuck! The fuck! Du bist nicht! Gollum! Real. Doch! Bist du nicht! Doch! Ja. Also ich glaube, der ist tot. Ich glaube auch. Hä, aber wie hätten wir das denn jetzt von vermeiden sollen? Wahrscheinlich irgendwelche Sachen vorher. Okay. Das wird nicht jetzt in der Situation gewesen sein. Aber dieses Totem haben wir erst vor einem Augenblick eigentlich gefunden. Mit dem Kopfzack. Ja, aber trotzdem. So viele Optionen waren da nicht. Irgendwas wird gewesen sein halt. Dass das Entscheidung irgendwie Einfluss drauf hat. Ich weiß. Ja, jetzt wissen wir halt, dass... Vielleicht hätte man das Schwein irgendwie kicken müssen. Ah, ist auch ein bisschen komische Verbindung. Die Verbindung ist manchmal komisch, ne? Aber ich kann sein, dass es damit zusammenhängt, ja. Krass, ey. Aber wir wissen jetzt, dass sie das, dass sie sich gerade verwandelt hat. Weil sie überlebt hat und dann genascht hat von der Schwester. Scheiße. Schau mal, Matt ist ja auch noch da. Ach so. Moment mal, wo ist Matt jetzt eigentlich die ganze Zeit gewesen? Der war doch nicht bei der Gruppe. Der hat sich ja von Emily getrennt. Oh! Jess! Bist du das? Scheiße, Jess! Was ist mit dir passiert? Stimmt, er war ja beim Turm. Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja, das hat sich von getrennt von Emily. Ja. Informieren. Wie bist du hier unten gelandet? Mike und ich haben... Boah, das sah völlig aus. ...herumgealbert und dann... Dann war... Es war... Oh, was? Wir... Keine Ahnung. Ich stand da am Fenster und es war halt dieses Glas und es war Schnee und dann... Es war so schnell und dann war ich... Scheiße. War ich hier. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Krass, ey. Ja. Meine Güte. Also witzig ist er überhaupt nicht mehr. Der ist echt, der hätte keinen Bock mehr. Zu lachen. Super. Oh. Fuck. So, wo wollen wir hin? Nach Hause. Na, da geht's nicht raus. Ah, das mit dem, also mit dem Josh, das finde ich ja echt krass. Das hätte ich nicht gedacht. Sieh mal da. Hier gab es dann einen Sturz. Krass, dass seine Schwester ihn umbringt. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was, so tief runter? Scheiße. Willkommen im Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Der erste, der jetzt richtig tot ist, glaube ich, oder? Das war auch so ein Trick von ihm. Das würde mich echt interessieren, wie man das verhindert. Dass man in der Schweineaktion lag. Das kann mir kaum vorstellen. So eine komische Verbindung. Ja, aber eine andere, es gibt ja keine richtige Kausalität, jetzt, dass der Kopf da nicht zerdrückt wird, ja, weißt du? Aber da ist irgendwie nichts, weißt du? Ja, ich weiß es nicht. Oder man hätte gar nicht ins Wasser gehen dürfen. Das ist Dings, ne? Das ist Mike, der da brennt. Sah so aus, ja. Man hätte nicht ins Wasser, sondern zurückgehen müssen. Dann wäre vielleicht zurück. Mike auch rausgekommen irgendwie aus dem Wasser wieder und hätte gesagt, ja, hier, dann gehen wir woanders lang. So. Kann mir kaum vorstellen. Woher wir... Ja, wir
Nee. Naja, aber ich spiel's ja eh nochmal. Stehen Sie erstmal schön im Weg. Meine Damen und Herren, stehen Sie sich schön im Weg. Nee, das würde schon leuchten. Aber wir hatten ja nicht mehrere Wege, sonst hätte man gesagt, weil ich wär, wenn ich mal einen anderen Weg gehabt hätte, wäre ich nicht durchs Wasser gegangen, weil ich mal gesehen habe, dass der drin lauert. So. Ja, aber ich habe hab eher auf ein Quicktime-Event gewartet, ich halt, auch, ne? Dass man auch, da irgendwie ja, auch, ausweichen kann oder so. Komisch. Echt komisch. Schade, ich dachte, wir sind auf einem guten Weg. Aber andererseits, ja, hat man halt irgendwie, versucht man es nochmal. Schau mal hier vorne, die Tür links. Ah ne, geht nicht. Oder nach rechts weiter. Ja, ich viel Auswahl gerade. Oh. Wo lang? Vorlaufen. Obwohl, verstecken. Dann können sie eigentlich ja, sehen. Ja, schön, dass das... Komm schon. Entschuldigung. Komm. Ja, scheiße. Mist. Wir sehen ja Bewegung. Nee, du. Ah. Nein. Ich hätte schneller sein können. Wie krass, wie ist das Spiel jetzt so zum Ende? Und zack, zack, zack. Ja. Sterben die Leute weg. Voll fies. War zwei weniger halt. Krass, aber wie, ey? Oh. Scheiße. Oh, das tut mir voll leid, ehrlich gesagt. Um Josh nur so mittel, aber jetzt hier. Wie? Ashley? Jess? Jess so rum. Scheiße. Hätte das gereicht mit dem Verstecken dann? Wahrscheinlich. Aber warum? Da müsste man bestimmt still halten, weil die sehen ja keine Bewegung. Es fiel mir zu spät ein. Boah, krass, ist das gut. Ich will nicht, dass noch mehr Leute sterben. Das reicht mir. Da liegt ein Toten. Halt, Stimme. Ich mag jetzt echt nicht mehr. Rot. Das hilft mir auch alles nichts. Achtung, Wendigo, danke. Sie mit kurzen Hosen. Das sind Thermo-Leggings. Das reicht. Oder so. Die geht auch ganz entspannt durch, oder? Und ins Wasser. Oh, nee. Das war jetzt schon zigmal im Wasser, das ist auch schon Wumpe. Ey, wehe, der wird auch der Kopf zerquetscht.
Hier war ja die Schwester nicht drin. Wer weiß, wo die überall badet. Weg hier, weg hier. Sie fällt gerade runter. Das Mondlicht auf den Popo. Ich glaube, da springen wir erst in der nächsten Folge runter. Ich muss mal gucken, ob ich eine Auswahl habe, aber nee, okay. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut. Da kann ich mich nochmal kurz entspannen. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh. Zwei Leute, zack, zack. Ja, krass, oder? Ja, die sammelt jetzt richtig weg. Alle wegsterben. Das ist auch so geil, wie das ganze Spiel vorher nur Geplänkel ist. Ja. Die ganze Mördergeschichte ja auch nur Ablenkung. Na dann. Müssen wir wieder klatschen? 3, 2, 1, los. Sprung in die Folge. Until Dawn. Sprung in den Tod. Denn ja, von wegen. Das große Finale kann hier für alle noch ganz schön gefährlich werden. Das, ja. Das ist oh, Vorsicht. Die sind alle so hinüber. Ey. Zwei haben wir schon verloren. Mit Jess, weil sie auch, weil sie so lange nicht gesehen hat und dann war sie wieder da. Das tut mir jetzt echt richtig leid um sie. Weil sie fuck. Zugeschlossen. Hey! Oh, kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Oh nein, bitte nicht. Oh. 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 Was ist mit dem? Du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Hm? Nach vorne. Mike, was ist mit Josh? Er hat ihn. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Das weiß sie doch gar nicht, wie furchtbar es wirklich war. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Wie ist er da eigentlich rausgekommen aus dem Wasser? Vielleicht ist da noch jemand. Boah, hat abgelenkt. Die Hannah. Mann. Vor allem das Komische ist, diesen einen Totem vom Josh konnten wir jetzt gar nicht sehen, wo er so komisch sich umdreht, so komisch guckt. Verschließen! Scheiße. Was war das denn gerade? Die alle da standen, ne? Ja, das war Fehler. Hier ist schon einer drin. Fuck. Oh oh.
Das war ein Glückstotem. Wir schießen da drauf. Oder machen irgendwas. Irgendwo kommt dann unten einer aus der Ecke. Warum? Nur die beiden? Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Fuck! Nein! Oh, meine Fresse! Was war denn das jetzt? Da sterben einfach mal drei auf einmal. Ashley, 6 und 2, 8 Minuten vor Ladenschluss. Aber wie kann man das denn beeinflussen? Wahrscheinlich müsste man Mike retten. Diese Person getötet? Was? Nein! Nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Ich war genau da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. War doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Wo ist M? Haben Sie M? Ja, haben wir. Was? Wo? Wo ist sie? Sir. Ich muss mit ihr reden. Sie
Sie war in der Lodge. Was meinen Sie? Was bedeutet, sie war in der Lodge? In dem Feuer. Ihre Leiche wurde dort gefunden. Nein, nein, nein. Nein, nein, das kann nicht. Oh Gott. No, fuck, nein. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Boah, wie sie am Ende jetzt alle, die sind alle jetzt weggestorben. Scheiße. Zack, 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 zack. Scheiße, krass. Mein Gott, und vor allen Dingen, wie sehr man das jetzt dann doch nochmal spielen will. Die Szene war aber ganz komisch. Als man die Treppe hochkam, da standen die drei, doch so, die M. Ja, sah komisch aus, ne? Die Ashley. Das sah aus wie ein Fehler. Als würde, müsste da eine Sequenz. Die standen alle drei so angewurzelt und haben nichts gemacht. Das sah aus, als würde, müsste da eine Szene laufen, die aber nicht angezeigt wurde. Das war irgendwie ganz seltsam auf jeden Fall. Und dann sterben die einfach im Feuer, das ist einfach so. Aber es kann nicht alles an einer Entscheidung hängen, dass die drei sterben. Das muss doch irgendwie... Ja, die waren alle noch im Haus. In dem Moment. Und wir haben halt das Licht angemacht. Das war doch der Plan von der ganzen Geschichte, oder nicht? Ja, ja, aber nicht gleich. Ja, es war ein bisschen, also es war jetzt so in diesem letzten Kapitel, halt, wird ich das hab, alles so auf einen geschmissen ja, und überfordert einen auch so ein bisschen. Das heißt, ich fand es auch ein bisschen... Das ist ein bisschen fies, das ist alles so. Wie ist denn die Entscheidung ist zu dem Lichtschalter laufen? Ich hätte auch gedacht, dass die anderen ja auch was machen. Weißt du, die versuchen auch aus dem Haus rauszurennen. Ja. Weil es kann ja auch total schief gehen, wenn du zu Mike rennst. Ich dachte halt, die anderen agieren ja für sich ihr. Ja. Sie hat halt die Aufgabe, den Schalter zu bedienen, weil der Mike es gerade nicht schafft. Und dann rennt die anderen rennen halt raus währenddessen. Also das war jetzt in der Szene ein bisschen, es war zu viel, was in so eine nicht sehr klare Entscheidung reingelegt wurde. Ist ja auch okay. Ich finde das gar nicht schlecht, wenn man manchmal die Konsequenz, aber... Es fühlt sich für mich jetzt so ein bisschen an, am Ende zu viel auf einmal. Ja, ja, genau. Das finde ich gerade ein bisschen blöd, weil die anderen Entscheidungen über den Spielverlauf, immer mal hier eine und da, und dann hast du auch, okay, das habe ich jetzt hier entschieden, das habe ich falsch, aber dann sterben drei Leute auf einmal oder vier, zack, bumm. Das ist irgendwie so ein bisschen, das entwertet das so ein bisschen. Ja, aber ich will es auf jeden Fall jetzt nochmal spielen. Nur, wovor ich jetzt halt total Angst hätte, ist, dass dadurch, dass das ganze Spiel über die Leute dann vielleicht doch nicht so doll wegsterben, das erste Ende, doch nicht spannend ist. Ja, aber am Ende, also man arbeitet sich dann nochmal so durch und am Ende macht man dann doch vielleicht eine Sache wieder falsch, dass wieder alles wegbricht. So wie du schon sagst, es hängt dann zu viel auf einen Schlag an einer Entscheidung. Das ist ja genau. So krass. Das entwertet halt so ein bisschen die Entscheidung von vorher, hast du das Gefühl. Ob das nun wirklich so ist, weiß ich ja nicht genau, aber... Oh, aber krass, ey, jetzt auf einen Schlag denn so eine Geschichte noch, ey. Dreimal überlegt. Hat sich da plötzlich so... Aber und ich dachte, auf der Flucht kommt noch diese Szene, dass der diese Warnung, die wir vorher gesehen haben, dass da irgendwie in einer Ecke da einer lang ja, das wird vielleicht so. Woanders sein, wenn sowas. Ja. Aber es ist total komisch. Oh, mein Gott. Das Dumme ist halt jetzt, man würde gerne hier diese Endsequenzen, im letzten Kapitel, so ein bisschen die Sequenzen mal anders arrangieren, weil es da ja auch so viele Möglichkeiten dann zum Teil wieder gab. Aber es würde jetzt bedeuten, jedes Mal immer erstmal nochmal einmal durchgehen. Ne? Das ist ein bisschen hart. Boah, aber ey, also, was für ein geiles Spiel. War sehr cool. Sehr, sehr cool. Dieser Flammenwerfer-Typ, der Charakter hat mir nicht gefallen. Ja, doch, das habe ich gemerkt, das habe ich letztes Mal gemerkt. Das war jetzt ich habe letztes Mal eher irritiert, dass es auf einmal dann diesen Dreh... Als dieser Wendigo-Twist kam, da dachte ich erst so, und dann am Ende der letzten Folge, also in der letzten Session, dachte ich auch so, so richtig toll fand ich das nicht. Jetzt, als er wieder weg war, war es wieder besser. Ich fand... Weiß ich nicht, wie er als Typ war und dass sie ihm das alles sofort geglaubt haben. Klar, es ist eine Situation, aber trotzdem. Na gut, aber die M hat ja vorher schon gesagt, dass das stimmt. Und ja, irgendwie fand ich den komisch. Der hat mir nicht gefallen, der Charakter. Aber der war ja auch nicht lang da. Von daher war es nicht schlimm. War mir jetzt eher egal, die Figur. Also der hat es ja nicht lang gegeben, von daher hat er mich nicht lang gestört. Ja. Sollte, glaube ich, auch. Also der stirbt bestimmt immer da, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Ja. Aber also ein tolles Erlebnis. Ich fand's cool. Super.
Und ich finde, es passt auch, dass die Dings überlebt, die... Kann man hier nochmal spielen? Vielleicht kann man die Episoden nochmal spielen. Ja, guck, hier siehst du. Okay. Kannst du nicht die letzte Episode... Wollen wir es nochmal machen? Für die Leute auch und für uns? Das Ende nochmal, die letzte Episode nochmal? Fände ich gut. Ja, dann... Einfach mal gucken. Einmal mit dem Verstecken, jetzt ja. In dem Haus nochmal anders probieren. Einfach mal andere Entscheidungen, nur in der letzten Episode. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Würde ich sagen, so. Oder? Ja, genau, machen wir so. Ja, wenn man es nochmal machen kann. Das. Weil das andere wäre, aber die letzte Episode, das geht. Okay. Also, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.